Ja, herzlich willkommen zur Pressekonferenz des FC Blau-Weiß Linz vor der 10. Runde der Admiral-Bundesliga. Neben mir im Podium begrüßen darf ich unseren Vorstandsvorsitzenden Dr. Hans Kaliauer, Geschäftsführer Christoph Peschek, Cheftrainer Gerald Scheiblinger und unseren Kapitän Fabio Strauß. Ja, bevor wir aber in Richtung Samstag blicken, gibt es noch ein paar Neuigkeiten zu verkünden, die uns jetzt Vorstandsvorsitzender Dr. Hans Kaliauer mitteilt. Bitte schön. Danke, darf Sie ebenfalls herzlich begrüßen. Es ist, glaube ich, unschwer zu erraten, dass abseits der Spieltagspressekonferenz eine ungewöhnliche Zusammensetzung am Podium ist und daher etwas abseits der Spielgeschichten zu berichten ist, und zwar etwas sehr Erfreuliches. Wir haben jetzt vor einer knappen Stunde die Vertragsverlängerung mit Christoph Peschek unterschrieben, der gesamte Vorstand. Und wir sind übereingekommen, den Vertrag um 3 Jahre zu verlängern. Das garantiert aus unserer Sicht eine Fortsetzung des eingeschlagenen Wegs bei Blau-Weiß und ich glaube durchaus ohne Übertreibung sagen zu können, eines erfolgreichen Wegs. Weil was uns im letzten Jahr oder in den letzten 1,5 Jahren gelungen ist, trotz riesiger Herausforderungen wie Aufstiegsstadion, Neubau und, gibt es, glaube ich, wirklich eine tolle Entwicklung. Dazu kommt auch eine stabile sportliche Entwicklung. Und für uns ist wichtig, dass dieser Weg fortgesetzt wird. Basis ist und bleibt, und das ist auch unsere Aufgabe als Vorstand, gemeinsam mit der Geschäftsführung, dass wir eine stabile wirtschaftliche Lage haben. Und es gibt eine Reihe von Herausforderungen, die es zusätzlich auch zu finanzieren gilt. Und daher haben wir uns in den Vertragsgesprächen vor allem auch über die Perspektiven für die nächsten Jahre unterhalten. Wir wollen uns sportlich ein Stück nach oben orientieren, nicht jetzt vom momentanen Tabellenplatz, das wäre vermessen. Aber das mittelfristige Ziel ist, dass wir knapp oberhalb oder knapp unterhalb des Stricks zur oberen Playoff uns befinden. Und ich glaube, das ist auch mit unseren Möglichkeiten mittelfristig realistisch. Wir brauchen einiges an Ausbau der Infrastruktur. Wir brauchen in der nächsten Zeit auch eine Heimstätte für unseren Nachwuchs, um nur ein paar Herausforderungen zu nennen. Und da, glaube ich, ist eine Kontinuität mit Christoph Peschek und seinem Team die beste Lösung, die Blau-Weiß passieren kann. Wir sind also sehr optimistisch und überzeugt davon, dass dieser Weg fortgesetzt werden kann. Einerseits mit der notwendigen Professionalität, aber auch unter Einhaltung und Beibehaltung der Werte und der USPs, die Blau-Weiß ausmachen. Wir wollen auch weiterhin ein Verein zum Angreifen sein, ein Verein, der fan- und publikumsnahe ist. Und auch das gehört zu dem Team, das hier erfolgreich tätig ist. Und daher war es nur logisch, diese Verlängerung zu machen. Ich darf mich bei dir bedanken, dass du uns wieder für 3 Jahre zur Verfügung stehst, und alles Gute für die Zukunft. Danke. Ja, Christoph, was waren denn deine Gründe für eine Verlängerung und was sind denn so deine Ziele in der kommenden Saison oder in den kommenden Jahren? Ja, sehr gerne. Auch von meiner Seite natürlich einen schönen frühen Nachmittag. Ich darf nun seit 1. Februar 2023 für den FC Blau-Weiß Linz tätig sein und habe von Anfang an sowohl im Clubumfeld, aber ganz besonders bei den Fans eine große Wertschätzung erfahren dürfen, für die ich auch sehr, sehr dankbar bin. Und ich denke, dass uns zusammen als Team, weil schlussendlich braucht es immer alle im Club, einige großartige Meilensteine gelungen sind, sportlich natürlich allen voran der Meistertitel und Aufstieg, aber auch die Art und Weise, wie wir spielen, mit viel Energie, hoher Intensität und auch einen Fußball, mit dem sich unsere Fans sehr, sehr gut identifizieren können. Infrastrukturell und natürlich auch zahlreichen, ganz besonderen Ereignissen, natürlich vor allem auch die Derby-Heimsiege, die für die Fans ganz, ganz besonders wichtig und wertvoll sind.
aber auch infrastrukturell mit dem Hofmann Personalstadion, das auch ein wichtiger Schlüssel für die nachhaltige Entwicklung des Clubs ist und auch wirtschaftlich und organisatorisch. Also ich darf nur daran erinnern, dass wir beispielsweise auch im Bereich der Businesspartner deutlich gewachsen sind, dass wir bei der Anzahl an Fans im Stadion, insbesondere auch Abonnenten und Abonnentinnen und, und. Das heißt, wir konnten bisher erfreulicherweise ein Wachstum in allen Bereichen zustande bringen. Und das ist, wie eingangs erwähnt, auch immer ein Zusammenspiel zwischen einer sehr, sehr guten sportlichen Performance, aber auch einer hervorragenden Arbeit, die innerhalb der Geschäftsstelle und der Organisation geleistet wird, weil das alles muss Hand in Hand gehen. Das ist kein Widerspruch, es ist nicht nur der eine oder das andere, sondern es braucht beides. Und da bin ich dankbar und stolz, in allen Bereichen großartige Persönlichkeiten in unserem Team zu wissen. Ich denke, dass wir auch in der Positionierung klar sind. Dr. Kalio hat es angesprochen. Die Art und Weise, wie wir auftreten wollen, die Art und Weise, wofür wir stehen, ist auf Basis klarer Werte. Und das halte ich auch für wichtig für einen Fußballverein, nicht beliebig zu sein, sondern ein klares Wertefundament zu haben. Und ich denke auch, dass uns gelungen ist, in der Bindung und Ansprache sogenannter neuer Zielgruppen, ob das jetzt ist, Sympathisanten und Sympathisantinnen zu Fans zu machen oder auch gänzlich neue Fußballinteressierte für uns zu gewinnen. Und wenn man heute in das Hofmann Personalstadion sieht und auch miterlebt, wie viele Familien, wie viele Kinderaugen leuchten, wenn sie bei uns sind, dann erfüllt uns das mit Freude. Aber ebenso bei Sponsoren und Partnern konnten wir zahlreiche neue für uns begeistern und auch gewinnen. Das heißt, es braucht immer ein Fundament, um sportlich erfolgreich sein zu können. Und ich bin fest davon überzeugt, dass sportlicher Erfolg und wirtschaftliche Stabilität zwei Seiten derselben Medaille sind. Was sind nun die Ziele? Ganz klar, uns in der Bundesliga weiter zu etablieren und ein sogenannter mittelständischer Club zu werden. Möchte aber auch sehr klar ansprechen, es darf niemals heißen, es war eine unerfolgreiche Saison, wenn der FC Blau-Weiß Linz 9. oder 10. wird. Das vorrangige Ziel muss immer der Klassenerhalt sein, aber natürlich mit der Entwicklungsperspektive im Bundesliga-Mittelfeld uns auch zu etablieren. Aber das erscheint mir gerade zur Stunde auch wichtig, so sehr wir uns natürlich über aktuelle Platzierungen freuen. Aber der FC Blau-Weiß Linz tut gut daran, weiterhin demütig zu sein, bodenständig, immer nach größtmöglichem sportlichen Erfolg zu streben, aber niemals zu vergessen, wo man auch herkommt. Daher klare sportliche Ziele. Wir wollen weiter wachsen in allen Bereichen. Wenn ich mir anschaue, das Fanpotenzial, wenn ich mir auch anschaue, die Wirtschaftskraft Oberösterreichs, dann haben wir noch Potenziale. Davon bin ich auch überzeugt. Aber auch im Wissen, dass über viele Jahre hinweg der FC Blau-Weiß Linz eben nicht in der Bundesliga war und der LASK ein Stück weit auch Platzhirsch war. Bin aber auch überzeugt, dass, wenn man so will, genügend Potenzial auch für beide Vereine da ist, dass wir auch bei Sponsoren und Partnern zunehmend mit unserem Weg Aufmerksamkeit erregen, positive Sympathie auch innerhalb der Wirtschaft für uns zunehmend gewinnen und es auch nur eine Frage der Zeit ist, dass wir noch den einen oder anderen weiteren Partner für den gemeinsamen Weg gewinnen. Ja, und infrastrukturell haben wir auch noch einiges an Themen. Stichwort weitere Optimierung unseres Trainingszentrums im Lissfeld, Stichwort Infrastruktur auch für den Nachwuchs. Es ist uns völlig klar, dass wir auch hier ein Augenmerk ganz besonders drauf legen. Allerdings auch hier ein offenes Wort. Gefühlt waren wir in den rund jetzt 1,75 Jahren, wo ich hier sein darf, im Eilzugstempo unterwegs. Und bei aller Bescheidenheit und Demut, denke ich, ist uns wiederum als Team, das ist immer wieder wichtig zu betonen, als Team sehr, sehr viel auch gelungen. Natürlich gab es auch Rückschläge, aber man muss auch priorisieren und Schritt für Schritt gehen. Und natürlich war jetzt einmal vor allem im Fokus, die Mittel für die Kampfmannschaft weiterzuentwickeln, auch die Betreuerinnen und Betreuer diesen Bereich mit mehr Ressourcen auszustatten, natürlich auch mehr Sportbudget, Stichwort Kader. Aber auch die Infrastruktur, die Geschäftsstelle und die Projekte, die nun in weiterer Folge anstehen, ist natürlich sich auch zu stabilisieren und weiter zu wachsen und die Infrastruktur eben auch zu optimieren. Ich möchte an der Stelle auch sagen, weil einige heute mit dabei sind, dass die Zusammenarbeit mit den Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern mir unglaublich viel Freude macht und ich einfach auch stolz und dankbar bin in allen Bereichen des Clubs,
Tolle Persönlichkeit mit viel Fachkompetenz, auch einen guten Schmäh, ist auch wichtig, aber vor allem auch mit einer Hands-on-Mentalität an Bord zu wissen. Denn nur vom Schmäh kann man auch nicht leben, sondern es heißt auch immer Ärmel aufkrempeln und alles daran zu setzen, dass wir für den Club, weil um den geht es immer, es ist niemand wichtiger als der Club, schließt natürlich mich mit ein, für den Club erfolgreich zu sein. Und was jetzt die Verlängerung anbelangt, ich arbeite viel, ich arbeite gern, daher fühle ich mich bei einem Arbeitervereinen auch besonders wohl. Daher danke an den Vorstand für das Vertrauen, für die Verlängerung. Und was ich auch noch sagen möchte, ich habe zu eingangs die Fans angesprochen, dass ich von Anfang an große Wertschätzung erfahren durfte. Die sind für mich auch einer der Hauptgründe, neben all den Projekten, die wir noch sehen, und dass ich auch davon überzeugt bin, dass das Buch nicht fertig geschrieben ist, aber auch einer der Hauptgründe für die Verlängerung, weil so viel an Wertschätzung, an Anerkennung, an auch positiver Energie, wie ich sie immer spüre und auch jetzt nochmal in einem besonderen Ausmaß, erfüllt mich mit Freude und wie gesagt auch mit Demut, weil ich weiß, was damit auch an Verantwortung verbunden ist. Daher, klar ist, es wird auch Rückschläge geben, aber ich bin davon überzeugt, wenn dieser Zusammenhalt, der den Club auszeichnet, darf auch noch in Erinnerung rufen, ob das war zum Beispiel Schneeschaufeln oder weil der MacGyver mit dabei ist, auch rund um das Linzer Derby. Also dieser Zusammenhalt und die Unterstützung, wenn diese anhält, werden wir Rückschläge gut bewältigen und bin auch sehr, sehr zuversichtlich, was die Zukunft des Clubs anbelangt. Und abschließend zu diesem Statement rund um die Verlängerung möchte ich mich auch bei Ihnen bedanken für eine sehr professionelle und faire Zusammenarbeit, die ich von Anfang an auch miterleben durfte und hoffe, dass wir diesen Weg auch gemeinsam der professionellen und der guten, fairen Zusammenarbeit fortsetzen können. Daher nochmal vielen Dank für das Vertrauen, vielen Dank auch für eine sehr, sehr gute Zusammenarbeit in allen Bereichen des Clubs. Danke an die Fans und wir werden weiter hart arbeiten für den Club und wollen alles dran setzen, den erfolgreichen Weg fortzusetzen. Dankeschön. Ja, dann blicken wir in Richtung Samstag, kommen wir zum Sportlichen, denn da empfängt der FC Blau-Weiß Linz den Wolfsberger AC im Hofmann Personalstadion. Ampfiff ist um 17 Uhr, wir stehen aktuell bei rund 4.800 verkauften Tickets. Die restlichen Karten sind wie gewohnt online in unserem Ticketshop erhältlich. Sollten am Samstag noch Tickets verfügbar sein, so öffnet die Abendkasse 90 Minuten vorher. Der Einlass in das Stadion und auch in den Business Club beginnt um 16 Uhr. Wie gewohnt gelten auch wieder alle Dauerkarten und Tagestickets als Fahrschein für die Linzer G-Linien. Ja, und in der Halbzeitpause gibt es auch anlässlich des 50-jährigen Jubiläums des Fußballmeistertitels des SK Fürst Linz eine Ehrung der Legenden am Spielfeld. Ja, dann möchte ich beginnen mit unserem Cheftrainer Gerald. Länderspielpause am vergangenen Wochenende, wo lag denn jetzt der Schwerpunkt im Training und auch in der Vorbereitung auf den WRC? Ja, es war für die verletzten Spieler immer wichtig, dass wir eine Woche nur länger Zeit gehabt haben, um gewisse Spieler fit zu bekommen. Radek Wittek und Martin Moormann sind in der Länderspielpause zu 100% ins Training eingestiegen. Das heißt, wir haben zwei sehr gute Spieler, auch wieder in einem Zustand, wo man sie von Beginn weg einsetzen kann. Ist, glaube ich, ganz, ganz wichtig für uns. Wir haben uns da in den letzten Wochen gezeigt, dass wir auch Spieler, die jetzt vielleicht nicht so viel gespielt haben, wie Danilo Mitrovic, dass die sehr, sehr gut in so einer Phase in der Mannschaft funktionieren. Das war eine sehr gute Rückmeldung für uns als Trainerteam, dass alle Spieler bereit sind. Und jetzt freuen wir uns aber auch wieder, dass die Spieler zurückkommen. In der Länderspielpause war bewusst einmal keine Ansetzung eines Testspiels, weil wir gemeinsam sehr intensiv trainiert haben. Wir haben wirklich die Tage genutzt, um vor allem im physischen Bereich einen Schwerpunkt zu setzen. Wir haben Läufe umgesetzt, die man in einer normalen Trainingswoche in einem Meisterschaftsbetrieb einfach nicht machen kann, weil da das Spiel immer im Vordergrund steht. Deswegen haben wir uns jetzt einmal bei uns dazu entschieden, in den Länderspielpausen keine der Spiele zu terminisieren. Und wir fahren bis jetzt sehr gut damit. Und jetzt erwartet wieder ein sehr interessanter Gegner mit dem WRC. Und sind grundsätzlich jetzt einmal schon sehr, sehr positiv, nicht nur weil die Spieler zurückkommen, sondern weil die Mannschaft einfach einen Eindruck macht, der mir als Trainer einfach freut. Es ist viel Begeisterung da am Platz, es gelingt viel am Platz und ich denke, dass wir mit einer sehr positiven Grundstimmung jetzt ins nächste Heimspiel gehen. Ja, Fabio, vielleicht auch von dir ein paar Worte zum Samstag. Was erwartest du dir denn? Ja,
Ich glaube, es wird wieder ein schwieriges Spiel werden, weil wir auf einen guten Gegner treffen. Und wir müssen einfach unsere Leistung auf den Platz bringen, wieder zu 100% und auch über 90 Minuten, nicht so wie jetzt im letzten Spiel. Sonst wird es ganz schwierig. Also wir müssen echt einfach unsere Energie am Platz bringen, das, was uns ausmacht, die Aggressivität auch gegen den Ball. Und wenn wir das umsetzen, dann glaube ich, haben wir gute Chancen, dass wir einen Sieg einfahren. Ja, dann ist Zeit für Ihre Fragen. Wer möchte denn beginnen? Raphael Watzinger, Oberösterreichische Nachrichten. Ja, eine Frage an den Christoph. Gratulation mal zur Vertragsverlängerung. Was wird denn so eine von den ersten Amtshandlungen sein? Vielleicht ein Trainer verlängern, der was neben dir sitzt? Naja, es geht einmal jetzt darum, dass man natürlich die Vorbereitungen und Arbeiten, die zum einen ja tagtäglich stattfinden, aber jetzt auch die Projektierung der nächsten Schritte, genauso mit angehen. Ich habe aber immer gesagt, dass der Prozess sehr klar ist, dass es jetzt auch darum gehen wird, mit dem Sportdirektor, wo es die Klarheit beim Geschäftsführer gibt, zu führen, in weiterer Folge mit dem Trainer. Ändert aber ja nichts daran, dass zu allen handelnden Personen wir laufend in einem Kontakt stehen, uns über verschiedene Themen austauschen, eine große Wertschätzung auch da ist. Aber der Prozess Zug um Zug, jetzt die Entscheidungen zu treffen oder in Gespräche zu treten, ist ja wichtig und ich möchte es auch inhaltlich begründen. Nämlich so, wie es ja auch mir wichtig war, ein Blick in die Zukunft des Vereins. Also was sind denn so Rahmenbedingungen zu haben, geht das natürlich bei einem Sportdirektor und bei einem Trainer auch. Denn wir freuen uns über die Erfolge der Vergangenheit, aber es braucht ja auch eine Perspektive und einen Austausch darüber, wie wir strategisch arbeiten wollen. Aber ich habe auch gesagt zuvor, was alles Themen sind, die auf den Club zukommen. Wir wollen eine wettbewerbsfähige Mannschaft. Wir wollen uns in der Organisation bei den Ressourcen noch weiter optimieren. Wir wollen im Trainingszentrum uns verbessern und wir brauchen auch im Nachwuchs, im Unterbau entsprechende Infrastruktur. So, jetzt habe ich vieles gefunden, aber noch nicht die Gelddruckereimaschine in Linz. Daher wird es auch darum gehen, ein gemeinsames Bild zu haben, wie wir priorisieren und ob das ein Weg ist, zu dem sich auch alle committen können. So, und diese Gespräche sind dann das eine, dann wird das zweite natürlich auch über wirtschaftliche Rahmenbedingungen sein und auch über die Laufzeit. Aber ganz klar ist, der Schöss ist der erste Ansprechpartner als Sportdirektor, der Gerald ist der erste Ansprechpartner als Cheftrainer. Ich habe mit beiden einen laufenden Austausch und ich schätze auch beide sehr. Aber bitte einfach auch ein Verständnis, dass der Prozess klar ist. Ich muss aber auch ehrlich sagen, bin manchmal ein bisschen überrascht über die Intensität der Diskussion, weil ich glaube, bei keinem anderen Bundesligisten findet jetzt im Mitte Oktober schon so viele Diskussionen über die Verlängerung statt. Also daher, wir sind auf einem guten Weg in vielen Bereichen und werden jetzt in aller Besonnenheit und Ruhe, die uns auch ausgezeichnet hat, bei Misserfolgen jetzt diese Schritte auch gehen. Spiele den Ball gleich weiter. Wie schaut es beim Trainer aus? Hat der auch keinen Stress oder würde der gerne jetzt langsam schon ein bisschen? Nein, ich habe es ja schon gesagt. Also als Angestellter im Verein habe ich jetzt mal die Aufgabe bis Ende Vertrag, das ist Ende Mai, meine Leistung dazu bringen, so wie auch die Spieler. Und der Verein wird auf mich zukommen und dann wird man sich zusammensetzen und wird das in Ruhe klären. Und ob der Weg jetzt so passt oder nicht, das ist immer unterschiedlich. Wir machen es halt so, blablabla, und dann wird man sehen, was am Ende rauskommt. Wichtig war jetzt einmal, dass der Verein mit dem Geschäftsführer verlängert. So hat man mal eine gewisse Stabilität für die nächsten 3 Jahre. Und alle weiteren Schritte werden dann folgen, in welcher Weise dann auch immer. Eine Frage nur an den Trainer. Du warst zuletzt bei so einem Schiedsrichterseminar dabei. Ja, wie war denn da so die Stimmung, beziehungsweise mit welchen Anliegen bist du dorthin gegangen? Ja, die Einleitung war mal mein Interview gegen Austria Klagenfurt. Das haben sie eingespielt bei der Begrüßung. Ich sage mal, die Einladung war deswegen, weil ich glaube, die Schiedsrichter jetzt auch erkannt haben, dass einfach beide Seiten aufeinander zugehen sollen, sowohl Trainer als auch Schiedsrichter. Ich denke, dass man als Fußball ohne Trainer nicht stattfinden wird, aber auch nicht ohne Schiedsrichterinnen und Schiedsrichter. Deswegen habe ich mich sehr gefreut über die Einladung und habe mich auch ein bisschen darauf vorbereitet. Es ist dort weniger um strittige Szene gegangen, um faul oder nicht faul, oder rote Karte oder nicht rote Karte, sondern es geht mehr um das, wie gehen wir künftig besser miteinander um.
Und da geht es nicht nur um Interviews, sondern da geht es auch um das Auftreten vom vierten Offiziellen, vom Auftreten der Assistenten, Auftreten der Schiedsrichter, aber auch Auftreten der Trainer und der Trainerbank. Und ich denke, dass beide Seiten ihre Standpunkte da vertreten haben. Und ich glaube, dass auch beide Seiten Verständnis füreinander gehabt haben. Und wir haben auch einige Ideen, dass man vielleicht in Zukunft mehrere Termine findet, um da besser sich auszutauschen. Und am Ende, glaube ich, war das recht zufriedenstellend für beide Seiten. Also wie gesagt, es ist immer eine Zusammenarbeit und deswegen hat es mich schon gefreut, dass ich als Bundesliga-Trainer eingeladen worden bin. Also war schon eine Ehre, aber es war schon auch besonders. Also wenn man als Trainer mit 100 Schiedsrichtern im Raum steht, das ist schon, ich war noch nie nervös, aber ich muss sagen, war schon ein bisschen ungewohnt, ja. Dennis Bankowski, ORF. Freundin Christoph, ebenfalls Gratulation zur Vertragsverlängerung. Was ja natürlich noch vakant ist beim FC Blau-Weiß Linz, es ist schon viel gefallen mit Nachwuchs und Kontinuität und. Die Akademie, die ja, wie wir alle wissen, fehlt. Im Burgenland ist eine, die hat keinen Verein. Ihr habt einen Verein und habt keine Akademie. Was ist denn der Stand der Dinge? Also, wir konnten gemeinsam viele Erfolgsgeschichten schreiben, aber wäre die Frage, was ist bisher gefühlt die größte Niederlage, seitdem ich da bin, dann ist es definitiv das Projekt Nachwuchsinfrastruktur. Denn wir führen, und heute kann man es ja sagen, sehr lange schon noch Gespräche, was den Standort anbelangt. Es gibt aus meiner Sicht einen sehr prädestinierten Standort, denn die Akademie im Burgenland kenne ich, verfügt auch über gute Infrastruktur, aber ich glaube, dass schon wesentlich ist, auch kurze Kommunikationswege. Und als FC Blau-Weiß Linz wollen wir ja auch und sind wir auch regional verankert und verwurzelt. Und von daher wäre die Distanz dann schon eine sehr erhebliche und wir präferieren ganz klar, wenn wir die Möglichkeit haben, einen Standort in Linz, rund um Linz, aber ebenfalls im Bundesland, Oberösterreich, weil ich habe auch gelernt, Linz ist eine Statutarstadt, aber kein Stadtstaat, daher gehören wir auch zu Oberösterreich und demzufolge wäre das schon definitiv unsere bevorzugte Variante. Gibt es da einen Zeitplan oder wann möchte, kann sich das in 3 Jahren überhaupt ausgehen jetzt bis 2028? Ja, es steht und fällt das ganze Projekt mit der Infrastruktur, die ist der Schlüssel dazu. Und wir waren eigentlich in sehr positiven Gesprächen, wo wir auch mit großer Zuversicht waren, dass wir das zeitnah realisieren können. Wir haben jetzt ein paar Gamechanger gehabt, aber auch da werden wir jetzt nicht den Kopf in den Sand stecken, sondern auch in weitere Gespräche treten. Ich denke, dass das Gesamtpaket, das der FC Blau-Weiß Linz mitbringt, auch für regionale Vereine einen großen Mehrwert hätte. Und dass wir da uns ja nicht als Gegner von irgendjemandem sehen, sondern als Freund, als Unterstützer, wo man wechselseitig Synergieeffekte erzielen kann und einen Mehrwert sowohl für die Vereine wie auch für die Bevölkerung, für die Region schaffen können. Und mit der positiven Grundhaltung wollen wir jetzt nochmal auch auf die Vereine zugehen und wollen weiterhin uns einfach darum bemühen, für den Verein eine ganz wichtige Weichenstellung für die Zukunft vorzunehmen. Georg Lebelhuber, Kronenzeitung. Sie reden jetzt sehr, sehr kryptisch über, ja, immer wieder das Wort Standort gefallen. Wie schaut es aus mit Traun zum Beispiel? Ja, klar, es geht um Traun. Das aus unserer Sicht der ideale Standort wäre, weil auch da muss man ganz realistisch sein. Heute auf der grünen Wiese als FC Blau-Weiß Linz ein Trainingszentrum zu bauen, sowohl von der Anzahl der Quadratmeter und von Umwidmungen und so will ich gar nicht reden, was das nochmal an Zeit bedeuten würde, wie auch an der Finanzierung, das würden wir im Moment nicht schaffen, nicht realisieren können. Und ich halte es für wichtig, auch als Vereinsführung, als Clubführung, als Verantwortlicher, Dinge realistisch zu sehen und auch da Schritt für Schritt zu gehen. Und daher, Traun hätte einen großen Vorteil, weil es eine sehr, sehr gute bestehende Infrastruktur gibt. Ich denke, würde man einen zusätzlichen Platz errichten, die Ressourcen, die Möglichkeiten gäbe es, dann hätte kein Trauner Verein einen Nachteil durch uns. Ich kann mir auch vorstellen, dass wir beispielsweise, und das meine ich jetzt wieder mit Gesamtpaket, mit Vereinen vor Ort eine Art Kooperation eingehen, was jetzt auch Nachwuchsspieler anbelangt und Ausbildungsentschädigungen oder eben auch Nicht-Ausbildungsentschädigungen. Kann man auch vorstellen, dass wir uns
zur Verfügung stehen, in regelmäßigen Abständen für Traunauer Vereine Spiele zu absolvieren, wo die Erlöse dann komplett dem Verein gehören. Also insofern meine ich eben, würden wir jetzt nicht eine Konkurrenz sein oder eine Verschlechterung für irgendeinen Verein, sondern ich denke bei aller Bescheidenheit auch ein Stück Bereicherung, wo wir miteinander und voneinander profitieren könnten. Und zögert offenbar der Bürgermeister. Ich glaube, dass einfach die Gesamtkonstellation es notwendig macht und das, den stellen wir uns auch gerne, nochmal auch mit den Traunauer Vereinen in ein Gespräch zu treten. Wir werden sie gerne auch einladen, uns auszutauschen. Wir würden uns auch freuen, wenn wir diese Gespräche führen können, weil wie gesagt, wir sehen uns als Partner, als Freund der Traunauer Vereine und es wäre einfach der ideale Standort, das muss man ganz offen sagen. Ist der LASK dort noch Konkurrent? Oder? Das weiß ich nicht. Das weiß ich nicht. Aber auch da gilt grundsätzlich, schauen wir in erster Linie auf uns und haben ein Konzept, ein Gesamtpaket, das wir anbieten können, wo eine Win-Win-Situation für alle Beteiligten entsteht. Und ich denke, wenn man konstruktiv an die Dinge rangeht und auch relativ emotionslos und einfach sieht, was spricht dafür, dann fällt mir relativ wenig ein, was dagegen spricht. Ich darf nur weiter tun. Ich habe meinen Nachwuchs auf zu Ihrer Geschäftsführertätigkeit noch einmal. Bitte die Frage nicht falsch verstehen, soll auch nicht respektlos klingen, ist nur ein Faktum. Sie sind gekommen, der Club ist aufgestiegen, hat ein neues Stadion bekommen. Dass da gewisse Wachstumsraten zwangsläufig sind, ist ganz normal. Was würden Sie dennoch als Ihren größten Erfolg bezeichnen? Was ist der größte Erfolg? Nachdem ich kein Ich-Mensch bin, sondern ein Team-Mensch, fällt mir das immer ein bisschen schwer. Aber ich kann nur so ein paar Dinge festhalten. Punkt 1, als ich im Februar gekommen bin, hat es keinerlei Konzept gegeben über Pricing, über Produktdesign. Es hat keine Ausschreibung gegeben bei Public Catering, Business Catering, Sicherheitsdienst oder Reinigung, sodass im Rückblick wir das Stadion auch eröffnen konnten mit Inhalt und mit Leben, schon ein großer Erfolg war, der aus meiner Sicht damals nicht selbstverständlich war. Das ist das eine. Und das zweite ist, wenn ich damals mit Leuten gesprochen habe, was meinst du, wie viele Menschen kommen denn ins Stadion, waren von 500 bis 2500 irgendwie so die Benchmark. Aber dass wir es jetzt geschafft haben, allein die letzte Saison kein Spiel zu haben unter 4200 und heute auch gegen den WRC positiv sind, dass wir an der 5000er Marke wieder kratzen, dann ist das auch wieder ein Gesamterfolg, nämlich eine Art und Weise, wie wir Fußball spielen, aber auch, dass wir extrem viel in der Fanarbeit investieren, ob das sind die Fanstammtische, Fanclub-Events, aber auch in der Bindung unserer Sponsoren und Partner, weil auch ein VIP-Club fühlt sich nicht von allein, sondern all das ist mit harter Arbeit verbunden. Immer als Team, also da gehört natürlich die Kampfmannschaft als Flaggschiff und mit Trainerteam, Betreuer, Betreuerinnen dazu, aber genauso auch eine hervorragende Geschäftsstelle. Und das meine ich wieder, es ist immer vice versa, es ist immer ein Team, um das es geht. Also insofern, dass wir das Stadion eröffnen konnten in der Art und Weise, dass wir aber auch zunehmend mehr Mittel für sportlichen Erfolg zustande gebracht haben und ich denke auch jetzt in der Kaderplanung, natürlich Sportdirektor, natürlich Trainer, aber auch mit den Ressourcen deutliche Schritte nach vorne gemacht haben. Nico Schotter, liegt an den Gerald noch. Wie siehst du Wolfsberg? Die haben ja zuletzt auswärts sehr, sehr gute Resultate abgeliefert. Umso mehr haben sie daheim enttäuscht. Wo liegt da die Wahrheit? Ja, wie oft in der Mitte wahrscheinlich. Ich denke, dass Wolfsberg eine Mannschaft ist, die sehr viele talentierte junge Spieler hat. Hat einige U21-Nationalspieler. Das zeichnet sie aus. Denke ich, sie haben in den letzten Jahren immer wieder ein gutes Händchen am Transfermarkt, haben mit dem Zukic wieder einen Top-Spieler dazugeholt. Verkraften eigentlich Jahr für Jahr Abgänge, die vorher halt absolute Leistungsträger waren. Haben jetzt mit Didi Küper einen sehr erfahrenen Trainer dazugeholt, der bekannt ist, eine gute Stimmung zu entfachen in einer Mannschaft, was vielleicht im Vorjahr nicht so der Fall war. Mit dem Wimmer einen absoluten Top-Verteidiger dazu geholt in die Mannschaft. Also ich denke, der WRC ist auf jeden Fall eine Top-6-Mannschaft von der Qualität her. Und wenn wir uns künftig messen wollen in diesen Sphären, sage ich mal, dann ist das jetzt ein guter Test einmal. Ja, wie schaut es aus gegen einen WRC,
der vielleicht nicht den klingenden Namen hat wie Rapid oder Austria Wien oder Sturm Graz, sondern einfach nur eine sehr, sehr gute Mannschaft ist. Und wie gehen wir dann mit so einer Situation um? Und das Ziel ist, dass wir gegen so einen Gegner jetzt einfach auch zu Hause gewinnen. Was am Ende dann rauskommt, werden wir sehen. Aber ich denke schon, dass wir einfach den Schritt jetzt gemacht haben, dass wir auswärts in Altach einmal gewinnen können. Das war voriges Jahr nicht der Fall. Dass man auch auswärts dann einmal zu Null spielt, dass man dann trotz Druckphasen auswärts gegen den GAK und dann auch die letzten 10 Minuten in Tirol dann trotzdem nur einen Punkt mitnimmt und dann so ein Spiel nicht verliert. Ich denke, da haben wir Schritte gemacht und der nächste Schritt ist einfach, dass wir vor allem zu Hause konstant sind von den Leistungen her und dann werden die Ergebnisse automatisch kommen. Also WRC ist eine Mannschaft, die oft unterschätzt wird von der Qualität, vor allem offensiv. Und ich habe schon den Eindruck, dass WRC da wieder zu dem Fußball zurückkehrt, was sie vor Jahren schon war, dass sie einfach international dabei sein werden. Markus Meissl, Austria Presseagentur. Gerald, du hast jetzt über den WRC gesprochen, aber was für Spiel erwartet uns am Samstag? Weil wenn man den WRC ist ja immer Hollywood, ist immer Halligalle, sowohl vorn als auch hinten schießen die meisten Tore, kriegen glaube ich ja mit die meisten. Ihr habt es auch in jedem Spiel, oder ihr habt es auch noch kann nur in der Saison, genauso wie der WRC. Was für Spiel, oder beide, was für Spiel erwartet uns am Samstag? Ja, ich hoffe nicht Halligalli. Also ich bin jetzt nicht der Trainer, der für Halligalli steht, hoffentlich. Ich denke, dass wir einfach wieder mannschaftlich geschlossene Leistung bringen wollen gegen eine Mannschaft, die wahrscheinlich von der individuellen Klasse an manchen Positionen ein bisschen höher einzuschätzen ist als wir, als unsere Mannschaft. Ich erwarte einfach ein Spiel, wo ein Gegner herkommt, der schon ein bisschen angeschlagen ist, weil die letzten zwei Spiele einfach nicht so verlaufen sind, von den Ergebnissen her und auch von der Leistung her, wie es die Mannschaft selber gewünscht hat. Das heißt, das wird sicher das Ziel sein, eine Reaktion zu zeigen da in Linz. Aber wir waren jetzt da in Tirol mit der Leistung jetzt nicht über die gesamten 90 Minuten zufrieden. Das heißt, auch wir können uns immer wieder verbessern und mit der Stimmung, sagen wir, in unserem Stadion haben wir schon gesehen, dass einiges möglich ist und deswegen glaube ich, dass es ein interessantes Spiel wird gegen den WRC, weil zwei Mannschaften aufeinandertreffen, die nicht nur den Ball hoch vier schießen, sondern schon auch, glaube ich, den Ball am Boden und lassen und schon für guten Fußball stehen, ja, für einen dynamischen Fußball steht und deswegen, denke ich, können wir uns auf ein gutes, interessantes Spiel vorbereiten mit einem Sieg auf unserer Seite hoffentlich. Dennis Bankowski, ORF. Ich stelle eine Frage mit Augenzwinkern, das darf man auch mal bei einer Pressekonferenz. Wer kennt denn die Küpo eigentlich besser, der Trainer oder der Geschäftsführer? Sicher der Geschäftsführer. Ich muss auch ehrlich sagen, ich freue mich aufs Wiedersehen, weil ich die fachlich wie menschlich sehr, sehr schätze. Weiß gar nicht, wie viel ihr bisher zu tun gehabt habt? Nur in den Spielen und Trainerkursen, also sonst, oder Trainerfortbildungen. Ja, sonst jetzt privat habe ich keinen Kontakt. Aber ich muss sagen, beide haben einen guten Schmäh. Sowohl der Gerald wie der Didi. Gut, wenn es sonst keine Fragen mehr gibt, dann sage ich danke fürs Kommen und wünsche euch noch einen schönen Tag.